Die Tiefen Nummer 1 und der Judas wurde angetrappt. Ja. Nein! Diese mistigen, dreckigen Blutgegner, ne? Ich weiß eigentlich gar nicht, was an denen so schwierig ist. Also, schwierig in Anführungsstrichen. Was an denen so schlimm ist, aber keiner mag sie und irgendwie wird man auch immer von denen getroffen. Dabei haben die eigentlich gar kein so schlimmes Angriffsmuster. Oh, ach du Scheiße. Das zum Beispiel ist viel schlimmer. Also das Angriffsmuster ist überhaupt kein Problem von den Viechern, eben mal abgesehen davon, dass der Kleine da natürlich random durch die Gegend ballert. Aber die machen viel mehr. Die können natürlich nach sonst wo hinschießen, wenn man Pech hat. So, was haben wir hier? Schlüssel. Nein, hab ich gerade nicht übrig. Nein, hab ich gerade nicht übrig. Ich wiederhole mich. Na gut, dann wohl erstmal gucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Schlüssel. Wäre ja nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott. Sowas kann ich einfach gerade nicht begreifen. So viele Gegner, die irgendwie in eine Richtung schießen, wo man aufpassen muss, das kommt gerade alles irgendwie nicht so richtig bei mir an. Einmal Pillen. Die machen Tiers ab. Oh, noch mehr. Geht das überhaupt? Auf jeden Fall haben wir es jetzt voll. Mehr Tränen können wir nicht mehr schießen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip unseren Schaden, wenn wir bei Tränen bleiben, mehr oder weniger gemaxt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, was haben wir hier? Mehr Fistula. Na toll. Nein, geht. Das war knapp. Das war ziemlich, ziemlich knapp. Aber wir machen so viel Schaden. Damit sollten wir hier eigentlich halbwegs durchkommen. Denke ich wenigstens. Oh, jetzt, ich habe gedacht, bloß nicht in das Auge. Das Auge kommt. Oh Gott. Aber ist ja eigentlich ohne Trollbombe. Super. Tja. So, machen wir mal hier. Gucken, ob der Geheimraum da ist. Nein, natürlich nicht. Warum finde ich nie den Geheimraum? Oder zumindest selten. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mir irgendwen angucke beim Isaac-Spielen, die finden immer den Geheimraum. Die wissen immer, wo der ist. Also nein, die wissen es auch nicht. Die machen das genauso wie ich. Die nehmen an, oh, das ist da umringt von... Hast du nicht gesehen? Also könnte da, müsste da der Geheimraum sein. Und bei denen ist dann da auch immer der Geheimraum. Bei mir irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich da eben kurz Schaden genommen habe. Aber da gibt es noch ein neues blaues Herz. Immerhin... Oh, da unten ist eine Bibliothek. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das Book of Belial kann ich ja jetzt nicht unbedingt so super toll gebrauchen. Ist die Frage, Itemraum oder Bibliothek? In der Bibliothek sind auf... Oh, Frage hat sich erledigt. Das... Oh, toll. Zweimal das Anarchisten-Kochbuch. Oh Mann, na, da bleibe ich doch lieber beim Book of Belial. Och Gott. Wie Pech kann man denn haben? Ich hätte jetzt gerne hier so ein Seelending... So ein Seelendings gehabt. So ein Seelenbuch, wo ich Seelenherzen mitkriege. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Was? Prayerbuch oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Immer schön in Bewegung bleiben hier. Okay, das hat ja ganz gut funktioniert. Bombe habe ich noch. Das heißt, wir können die Tour da mitnehmen. Da ist ein... Oh, Rusted Key drin. Guck mal gerade was. Nein, da ist gerade kein Stud runtergegangen. Ich weiß nicht genau, was der Pin macht. Und bisher bin ich damit nicht schlecht gefahren. Also das ist der Rusted Key, weiß ich auch nicht genau, was er macht. Ich nehme an, er wird mir irgendwie, ja, Schlüssel geben oder so. Außerdem, naja, ist egal. Ich glaube, ich bleibe bei meinem komischen Pin, was auch immer er genau tut. Ich bin damit bisher ganz gut gefahren, also bleibe ich jetzt einfach dabei. So, komm, du kriegst aufs Maul, dann können wir hier... Ach nee, das mache ich lieber gleich, wenn ich sowieso alles habe. Die Gegner getötet habe, vielleicht liegt dann noch ein zweites Item da in der Mitte. Da muss ich da nicht doppelt durchgehen, so. Flup. Funktioniert ganz gut. Oh. Goldener Poop. Sage ich mal. Und da oben ist der Bossraum. Und da ist noch ein Poop mit. Ja. Einer Fliege drin. So, komm, mach mal auf. Zack. Ich habe so viele Münzen. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich da unten reingehe, komme ich nicht mehr in den Itemraum. Zumindest aktuell nicht, weil ich keine Schlüssel mehr habe. Aber. Weisen im Itemraum. Ach du Scheiße, diese blöden Masken. Ich hasse diese blöden Masken. Und ihre Herzen. Stier, warte, wie viel Leben haben die denn? Mein Gott. Kommt ja einiges bei rum hier. Komm, Stier. Schneller! Schneller! Hilfe! Hilfe! Die Masken kommen!
Oh Gott. So, ein blaues Herz. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist die Doctor's Remote. Die macht das hier. Ist jetzt auch nicht so toll. Dann bleibe ich halt weiterhin beim... Ich bin natürlich blöd. Ich hätte das zumindest einmal nehmen können, um zu gucken wegen Geheimraum. Hier oben kann der Geheimraum sein. Machen wir da mal. Nein. Und dann aber noch hier links unten. Also hier im Prinzip könnte auch noch der Geheimraum sein. Ich benutze jetzt einfach die Bomben. Ist doch wurscht. So. Super Greed. Toll. Super. Ganz toll. Also super sogar, ja... Oh Gott, ich kann ja mal aufhören, so viele... Ich muss mal gerade ganz dringend das Buch. Ich muss hier dringend durchkommen. Ach du Scheiße, komm. Stirb doch einfach, stirb. So, gibt's ein paar Bomben für und... Bomben. Kann ich mich in den Shop reinbomben? Nein, super. Bombe verbraucht, nutzloserweise. Ich dachte, vielleicht kann ich mich da reinbomben. Jetzt habe ich natürlich eine Bombe verschwendet und immer noch viel zu viel Geld, das ich irgendwie nicht benutzen kann. Und wir haben einen Boss und es ist die Mask of Infamy. Oh nö. Jetzt haben wir auch noch einen Boss mit der Maske. Das ist doch furchtbar. Die Maske ist ja so schon so schlimm immer als normaler Gegner, aber als Boss? Doch ehrlich gesagt nicht wissen, wie viel das Ding aushält. Ich flüchte gerade immer noch so ein bisschen vor dem Auge aus irgendeinem Grund, den ich nicht... Oh Gott. So. Das Viech ist jetzt ganz, ganz böse, denn es guckt mir hinterher. Und... Ah, crap. Und lässt sich nur von hinten angreifen. Und ich bin arg langsam. Das ist nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Ding töten soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es treffen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach schneller als ich und... Ach du Scheiße. Kannst du gerne da unten so weiter durch die Gegend fahren, aber das wirst du wahrscheinlich nicht tun, ne? Diese hässliche Maske, ne? Ah, geh doch weg. Das ist einer der schlimmsten und längsten Kämpfe, die dieses Spiel zu bieten hat. Egal, nee, nicht egal, mit was für einem Item man reinkommt. Wenn man Items hat, die durch Gegner durchschießen können, wie der Laser, dann hat man gegen das Viech für gewöhnlich kein Problem. Wenn man da sowas nicht hat, dann ist man für gewöhnlich auch irgendwie ein bisschen screwed. Es läuft so schön und dann kommt so ein Boss, ne? Indem ich auch haufenweise Herzen verliere und so. Ich habe immer mal so einen durchdringenden Schuss durch meinen Pin, glaube ich. Und deswegen überhaupt treffe ich das Vieh nur. Scheint mir zumindest gerade. Ich muss das irgendwie mal von der Seite angreifen. Dann habe ich zumindest eine Chance, es zu treffen. Gott, und das Ding hat auch ein Leben ohne Ende, ne? Also, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich sage, das kann hier noch eine Weile dauern mit diesem Kampf, ne? Nur so in, als Warnung. Der hat nämlich echt viel Leben. Und man bedenke, ich habe extrem schnelle... Also, na gut, meine Schüsse sind nicht extrem schnell, sondern ich schieße extrem schnell, sagen wir mal so. Und ich habe Schaden, so viel wie geht, ne? Und das dauert einfach hier, dieses komische Drecksvieh. Wo ich es inzwischen immer mal wieder... Warum hat er denn das jetzt so komisch? Hätte er das nicht sich vorher überlegen können? Doch, dann mal... Der dreht sich so komisch. Kannst du das mal lassen? Hässliche Maske. Geh doch einfach nur drauf. Ich will dich nicht mehr. Stirb. Ha, zumindest einmal getroffen. Aber so richtig glorreich ist der Kampf ja auch nicht, ne? Wenn man das einmal... Und wie viel Blut hier inzwischen rumliegt, möchte ich auch mal so anmerken. Das ist ja schlimm. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Hast du dir jetzt auch mal überlegt, irgendwann vielleicht mal drauf zu gehen da oben? Ich weiß schon nicht mehr, was ich hier erzählen soll, außer dass du nervig bist und ich gerne möchte, dass du drauf gehst. Geh in die Kommentare aus. Nein! Die armen Leute bei YouTube. Hier, wir wollen unser Let's Play spielen und nicht hier die ganze Zeit diese komische Maske. Also dich, na geht doch. In der Gegend rumeiern sehen. So, was haben wir denn da?
Die Stammzellen, oh Gott, wie sieht das denn jetzt aus? Die Stammzellen mit dem Squeezy, wie das jetzt... Naja gut, sieht so sehr, sehr, sehr eigenartig aus. Aber es gibt ein zusätzliches Leben und gab das sonst noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall ein Leben mehr, das ist immer gut. Zumindest hier für unseren kleinen Judas können wir das sehr gut gebrauchen. Wir sind in den Tiefen 2, das ist auch gut. Das heißt nämlich, wir haben nicht mehr so viel vor uns. Wichtigster Punkt ist erstmal Mom zu schaffen. Also, nee, Moms Heart ist eigentlich... Das Ziel sollte jetzt immer Moms Heart sein. Satan ist natürlich auch schön und ein guter... Gut obendrauf, aber erstmal Moms Heart das Wichtigste, denn über Moms Heart schaltet man die Sachen... habe ich nie aufgepasst. Schaltet man für gewöhnlich die Sachen frei, wenn man mit irgendeinem neuen Charakter Moms Heart tötet. Das ist im Prinzip die Sache, mit der man alles... freischaltet. So, können wir mal bitte hier die ganzen Viecher tot haben. Sehr gut. Ja, lass mich durch. Danke. Tja, Geheimraum vielleicht. Ich probier's mal. Das Auge hätte fast die Bombe da weggeschoben, ne? Ich wäre so sauer gewesen. Ich wäre so sauer gewesen. Okay, hier haben wir Bob's Rotten Head. Das ist ganz gut. Besser zumindest als das komische Ding da, was mir gar nichts so richtig bringt. Ich hasse diese Gegner. Sie sind nicht schön, sie sind nicht schön. Sie sind fast so schlimm wie diese komische Maske. Nur nicht ganz so schlimm. Fast so schlimm wie die Maske, nur nicht ganz so schlimm. Ist auch eine schöne Aussage, ne? Bob's Rotten Head können wir mal gerade benutzen. Zack! Schön, oder? Damit kann man Bomben werfen, mehr oder weniger. Also, dass man wirft das Ding auf Gegner, man drückt das, dann hat er das quasi so... geh weg, geh weg, geh weg. Quasi so in der Hand, dann kann man in eine von den Richtungen drücken und dann schießt er. Und es explodiert beim Auftreffen. Umbilical Cord. Hatte ich auch schon mal. Ich bleib beim Pushpin. Immer noch unwissend, was er wirklich tut. Dann schießt er. Es explodiert. Das ist ja immer gut eigentlich. Sachen, die explodieren, sind immer gut. Außerdem vergiftet er das Ziel noch für einen kurzen Moment. Das ist auch nicht schlecht. Nur es braucht offensichtlich 3 Räume, um fertig aufgeladen zu werden. Das ist auch ganz gut. Und jetzt haben wir hier... Ja, ich nehme mal das Ding mit. Das ist Moms Purse. Ich nehme auch das Seelenherz mit. Und ich nehme auch die Bomben mit. Ich habe nämlich sowieso noch zu viel Geld. Und das heißt aber auch, dass wir jetzt hier einmal zurückgehen können und uns noch zusätzlich dieses Ding hier mitnehmen können. Denn wir können jetzt 2 Trinkets tragen. Und ich weiß von beiden nicht genau, was sie tun. Das ist natürlich ungünstig. Nein, ich möchte gerne nichts spenden. Vielen Dank auch. Und ich habe noch einen Schlüssel für den Itemraum. Ich denke zumindest, das ist sinnig gewesen. Also ich nehme an, die Trinkets machen keine negativen Effekte. Deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt eine sinnige Investition war. Einfach. Aua. Das war eine wenig sinnige Investition für mein Herz. Also nicht, ja, vielleicht auch irgendwie für mein Herz, für mein Spielerherz oder so, ich weiß es nicht. Da dürfen wir da nicht rein und ich verstehe immer noch nicht, warum. Ich habe diese Türen noch nicht hundertprozentig durchschaut. Immer noch nicht. Ich habe ja nur ewig viele zweistellige Stunden auf diesem Spiel auf Steam, aber hey, ich check das Spiel immer noch nicht so richtig. Ja, genau, jagt euch gegenseitig in die Luft, das ist super. Das bitte, mehr. Du, mein Freund da oben, ne? Du hast alle Gegner in diesem Raum umgebracht. Du bist mein Held. Oh Mann, schön. Guten Tag. Was hat der denn gemacht? Was geht denn bei dem? Warum hat der seinen Halt so... Also, so weit habe ich auch noch nicht gesehen. Das war ja krass. Nicht, dass es ihm irgendwas gebracht hätte, aber ich war jetzt furchtbar erstaunt und wir haben noch einen Schlüssel. Sehr gut. Jetzt könnte ich da oben fast die Truhe aufmachen, aber ich glaube, nein. Danke. Die sind ja noch in irgendwelchen Blubbel drin. Das heißt, die können ja noch irgendwas tun. Erstmal einen tot machen, wollte ich sagen. Da gibt es immerhin noch ein Herz. Das wollte ich nicht, ne? Ich bin nur aus der Tür rausgegangen. Shit. Egal, komm, springen wir das Ding in die Luft, wenn wir schon hier sind. Gibt es nochmal eine Bonusbombe. Immerhin. Nicht Chap. Nicht Chap. Hättest du nicht da oben hingehen können, Chap, dann hätte ich dich sprengen können. Wollte aber nicht. Schade eigentlich. Komm, jetzt, nee, jetzt wieder zurück hier, bitte. Ich möchte dich in die Luft sprengen, du hässliches Drecks-Wurmling. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte mein Trinket auch nicht auf ihn verschwenden, weil, ja, irgendwie, eigentlich kann er ja nichts. Außer ein bisschen was aushalten.
Warte mal, hier. Nein, ich hasse diese Würmer. Habe ich eigentlich schon von irgendeinem Gegner hier mal gesagt, dass ich ihn nicht hasse? Ich komme mir gerade sehr hasserfüllt vor. Hasserfüllt. Na gut. Und da, ach, schon wieder diese Drecksdinger. Nein. Und da verliert er wieder ein Herz. Ich stelle mich aber auch gerade ziemlich dämlich an. Dabei läuft es doch gerade so gut. Warum muss ich denn jetzt hier so komisch spielen? Gucken wir erstmal hier rein. Das ist irgendein Buch. Ich weiß leider gerade nicht welches. Book of Shadows. Book of Shadows. Book of Shadows. Was macht der Book of Shadows nochmal? Das Book of Shadows war das, was mich unverwundbar macht. Book of Shadows. Es hält relativ lange an. Ich nehme das mal mit. Ich nehme mal das Book of Shadows mit. Einfach weil ich mich im Moment sowieso so gerne treffen lasse, wie man sieht. Das war jetzt aber auch gemein, ne? Entweder ich lasse mich von dem einen treffen oder von dem anderen, eigentlich. Das fand ich schon ziemlich fies, ehrlich gesagt. Ja, auch zwei Aufladungen pro Raum, das ist gut. Leider habe ich es jetzt beim Boss dann nicht parat, aber gut. Ach, das ist auch noch Marmor, super. Ich bin nicht Isaac, da kannst du noch so viel Isaac schreien, gute Frau. Ich hoffe, dass ich inzwischen ein kleines bisschen mehr Routine habe dahingehend. Dass wir die jetzt besser tot kriegen und es sieht aktuell gerade sehr gut eigentlich aus. Nein, dankeschön. Hälfte schon runter. Sehr gut. Oh oh. Jetzt kommen die fiesen Gegner. Oh nein, erstmal den Gegner töten und dann den Schießenden da unten. Nein! Fuß stirb. Ich glaube, es ist einfacher nach unten als zur Seite auszuweichen. Kann das wohl sein? Fällt mir gerade so auf. Irgendwie. Ich glaube, dass. Oh. Eieieiei. Nein. Geh sterben. Böser Fuß. Aua. Dass ich mich hier vom Gegner treffe und nicht vom Fuß. Ist auch schön doof. Aber sie ist tot. Und das gibt noch ein blaues Herz für mich vom Kreuz. Und wir haben den Magic 8 Ball. Tränen erhöht. Geht aber nicht mehr. Wir haben schon volle Tränen. Und wir haben eine Karte dafür gekriegt. Den Turm. Ausgerechnet. Den Turm möchte ich auch nicht unbedingt haben. Ach Gott. Dann halt den Turm. Weiß ich noch nicht, wofür ich den benutzen will. Das ist auch immer ein ziemliches Risiko, das blöde Ding zu benutzen. Oh, diese blöden Viecher. Ja, genau. Und dann lasse ich mich auch noch mehrmals von einem Drecksviech treffen. Wie doof kann man eigentlich spielen? Dieses Herz. Nein. Nein. Noch nicht, Freunde. Da warten wir noch mit. Das können wir noch ausbauen, denke ich. So. Oh Gott, nochmal genau dasselbe, oder wie? Diesmal lasse ich mich nicht in die Ecke drängen, habe ich gesagt. Lass mich dann in die Ecke drängen, weil ich dachte, ach, jetzt geht's ja. Es sind ja nicht mehr so viele von da und dann schießt der da noch. Sissel, warum spielst du so fürchterlich? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Komm, ne. Aber trotzdem nicht in die Ecke drängen lassen, bitte. Wenn das... Ach du Scheiße, die sind ganz schön schnell, ne, die beiden. Das war doof, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt bin ich nämlich so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Okay, einer weniger. Ich möchte, dass sie nicht mehr schießen. Wenn die mir hinterher fliegen, ist das nicht ganz so schlimm. Dachte ich. Wenn die natürlich so komisch von meinen Tränen abprallen, ist das schon irgendwo... problematisch. Alter, was war denn das jetzt gerade? Sowas muss ja wohl nicht sein. Ich sehe diesen Run echt noch in die Hose gehen hier, weil ich einfach so fürchterlich spiele. Was haben wir denn da? Tears up. Egal, komm. Ich glaube zwar, es geht nicht mehr, aber ist ja wurscht. Bevor wir sie liegen lassen, bevor die Pille verkommt, nehmen wir sie mit. Passt schon. So ein bisschen Range hätte vielleicht auch nicht geschadet. Oh, ein Seelenherz. Das ist gut. Danke, Kreuz. Ohne dich wäre ich schon verloren gewesen. Schon lange. Schon sehr, sehr lange verloren. So, haben wir das auch. Wieder aufgeladen, auch das Buch. Das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ein großer Fistula. Ein Champion-Fistula mit komischem... Oh Gott. Warum kommen da denn Bomben? Ach du Kacke. Uah. Vor dem Ding habe ich jetzt gerade ein kleines bisschen Respekt.
kommen ja Bombenfliegen raus. Ausgerechnet Bombenfliegen. Gut, machen wir das so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich hin soll. Bezüglich Boss. Im Prinzip muss ich ja nur zum Boss. Shop gibt's hier nicht mehr. Itemraum gibt's hier noch? Ich kann mir das immer nicht merken. Gibt's hier noch einen Itemraum? Oh, crap. Nein, danke. Geht alle drauf. Die halten immer so viel aus, aber das... Ja, das funktioniert. Danke, dass du ein bisschen komisch in der Gegend rumgeeiert bist. Das hat mir sehr geholfen. So, mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Nein, aber hier unten könnte er auch sein. So. Yep, ich habe ja genug Bomben jetzt gerade. Oh, Creed, toll. Hatten wir ja noch nicht. Shit. Ausgerechnet. Immer dieser hässliche Greed. Wow. Okay, aber er hat mir ein Seelenherz. Also das Kreuz hat mir fürs Besiegen von Greed ein Seelenherz gegeben. Immerhin. Warum war denn jetzt der Eingang auf dieser Tür? Auf dieser Seite? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Naja, gehen wir erstmal hier weiter. Ist ja eigentlich Wurst, wo wir lang gehen. Theoretisch wenigstens. Praktisch sieht das dann ein bisschen anders aus. Je nachdem, wo der Endboss ist, wäre ich natürlich lieber gerne als erstes. Lieber gerne als erstes. Gibt auch immer nur Bomben, ne? Ich brauche doch gar keine Bomben. Naja gut, okay, ich brauche Bomben. Vergesst, was ich gesagt habe. Was ist denn hier drin? Eine Bombe. Toll. Und ein Schlüssel. Den Schlüssel brauche ich inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr so. Oh Gott. Oh Gott. Dafür brauche ich eine Bombe. Dafür brauche ich keine Bombe. Habe sie gebraucht, habe sie benutzt, habe trotzdem mein Herz verloren. Shit. Schade. Doof und so. Noch eine Bombe. Naja. Oh, toll, sie schießen auch noch. Ne, das wollte man ja schon immer sehen vom Larry Jr. Nein, geh weg. Naja, immerhin. Viel kann er ja nicht. Er stirbt ja schnell eigentlich. So, ach, zwei Herzen. Dann kann ich auch eins mitnehmen und mich voll machen, auch wenn ich nur ein halbes verloren habe. Hier gibt es gar nichts. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, was für die Stacheln als erstes abziehen. Ob erst die normalen oder erst die blauen Herzen. Deswegen probiere ich es lieber nicht aus. Und das heißt eigentlich nur noch, der Boss kann nur noch da hinten sein. Dann müssen wir also da lang. Erst den Boss töten, dann das weiße Herz einsammeln, dann hoffentlich einen Herzcontainer kriegen, wenn wir den Boss überhaupt schaffen. Oh Gott, oh Gott. Nein, komm. Nee, 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 nee. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Könnt ihr mir mal alle ganz, ganz böse... Könnt ihr mich da gerne haben. Oh, toll, ein Auge. Direkt vorm Boss nochmal. Oh, aber immerhin nochmal ein Seelenherz und ein halbes normales Herz. Und da haben wir Tod. Ausgerechnet Tod. Auch nicht schön. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Habe ich so das blöde Gefühl. Shit. Ich nehme zu viel Schaden. Die sensen immer. Sie folgen mir aber auch. Jetzt ist er weg. Aua. Ich war noch nicht in seiner... in seinem Dings drin. In seinem Trott. Ach. Verdammt. Schade. Es war so ein schönes Playthrough bis dahin eigentlich, wobei es ja immer schlechter wurde zum Ende hin. Ja, das war jetzt trotzdem eine sehr, sehr lange Aufnahme, deswegen muss ich jetzt erstmal hier Schluss machen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht ganz durchgekommen sind. Ich kann mir zumindest notieren, wir haben Mom geschafft mit Judas, immerhin. Und ich muss auf jeden Fall anfangen, diese Liste zu schreiben. Denn sonst wissen wir am Ende nicht mehr, was wir noch machen müssen, was wir noch nicht gemacht haben. Also... Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme Binding of Isaac. Bis dahin, tschüss.